Jetzt schalten wir erstmal wieder einen Gang runter. Es geht in die Welt der Küche. Heute gehören ja vollautomatische Kaffeemaschine, Mikrowelle und Ceranfeldherd in jeden modernen Haushalt. In den 70ern wurde der Kaffee oft noch mit der Hand gemahlen und am Fliesenspiegel klebten die Prilblumen. Nicht nur für diejenigen, die sich noch daran erinnern können, gibt es im Küchenmuseum in Hannover jede Menge zu sehen. Britta von Lucke zeigt Ihnen jetzt, wie verschieden Küchen in den vergangenen Jahrhunderten ausgesehen haben. Frühstücken in den 60er Jahren, Mittagessen im 18. Jahrhundert und Abendbrot in den 50er Jahren. Ist alles möglich hier im Küchenmuseum Hannover. Denn hier warten auf Sie die schönsten Schätze aus hunderten Jahren Küchengeschichte mit den technischen Highlights von damals. Sachen, die Sie glaubten, niemals mehr zu sehen. Genau dieselbe Küche hatten wir in den 70er Jahren auch zu Hause mit dem original orangenen Waffeleisen. Und das hier kennen Sie vielleicht auch noch. Bei uns hieß das immer Wäschepuff von Clementine. Alles schön beklebt, liebevoll. Herr Möller-Hofzenberge, das sind ja wirklich Originalstücke. Die gibt es ja zum Teil gar nicht mehr. Sie haben das von diesem Geschirr erzählt. Ja, genau. Also wir haben viele Sachen übers Internet oder auf Flohmärkten zusammengesammelt. Aber solche Sachen wie dieses wunderschöne Arzberg-Porzellan, was wir hier haben, das gibt es heutzutage nicht mehr. Das wurde in den letzten 35 Jahren auf allen Polterhochzeiten kaputtgeschmissen. Und dann haben wir über viel Mund-zu-Mund-Propaganda eine Familie gefunden, die hatte dieses Porzellan. Und heute sind wir natürlich ganz stolz. Wir haben nicht nur die zwei Tassen, sondern wir haben auch einen ganzen Schrank voll von diesem wunderschönen Porzellan aus den 70er Jahren. Ja, was gab es nicht für Hingucker damals im Muttis Küchenparadies? Egal aus welchem Jahrhundert die Küchen hier stammen, viele von ihnen sind echte Trendsetter gewesen. Jetzt sind wir in einer original schwedischen Küche, die heißt auch so, stammt aus den 50er Jahren. Und das Besondere ist einmal das Baukastenprinzip, aber auch die Farbe, ne? Jawohl, man wollte natürlich damals nach dem Kriege schöne bunte Küchen bauen. Aber es war noch gar nicht so einfach, milligrammgenau die Farben anzumischen. Das heißt, es konnte hier passieren, etwas grüner, etwas blauer. Und da setzte man dann einfach im Schachbrettmuster die Farben aneinander und somit fielen die kleinen Farbunterschiede nicht mehr auf. Und man konnte sich auch die Farben selber mischen, konnte man sagen? Es gab natürlich verschiedene Farben. Also unter anderem gibt es auch Küchen, die haben dann Elefantengrau, Babyrosa, Babyblau und natürlich Sonnengelb, klar. 50er Jahre, es sollte wieder farbig aufwärts gehen. Und auch Omas erste Küche hat jetzt endlich ihren Platz im Museum. Staunen und in Erinnerung schwelgen. So viel Spaß hat's in der Küche noch nie gemacht. Also, wenn Sie auch Lust bekommen haben, das Küchenmuseum Hannover hat geöffnet, mittwochs bis sonntags, bitte anmelden. Es gibt nämlich nur Führung, alle zwei Stunden. Karten kosten 7,50 € für Erwachsene und 3,50 € für Kinder.